Heute Abend ist das Halbfinale. Aber warum bin ich dann so ruhig? Ach ja, klar. Wir haben den besten Choreografen der Welt. John Ritz, du bist unsere Rettung. Das kannst du selbst essen. Ups. Meint ihr wirklich, dass dieser John Ritz uns helfen kann? Na klar doch. Er war der beste Choreograf des letzten Jahrhunderts. Eben, er war. Seit 99 hat man nichts mehr von ihm gehört. Ja, eben. Mhm. Weißt du, was das für eine Ehre ist? Nach 16 Jahren Ruhe hat er ausgerechnet uns geantwortet. Das macht mir irgendwie Angst. Jetzt mal im Ernst. John Ritz ist der Beste. Eine Ikone. Und warum war er dann weg? Weil er klug ist. Er hat sich verabschiedet, als er auf der Spitze des Erfolgs war. Und was ist daran klug? Wie man den Abgang macht, ist wichtig. Also ich würde es so machen. Okay, wir brauchen Ritz wirklich. Und da bin ich. Also, wer sind diese Moodboards, die ich zum Glänzen bringen soll? Wir brauchen eine Choreografie. Die alle umhaut. Weil wir morgen... Ich will nichts wissen. Ich werde euch helfen bei der Choreografie. Aber ich will nicht wissen, wofür sie ist und warum ihr überhaupt eine Show mit Tanz macht. Damit würdet ihr mich in Schwierigkeiten bringen. Sie kommt! Sie kommt! Sie ist im Anmarsch! Die Tucker! Rosie, sie darf nicht wissen, dass John Ritz hier ist. Was machen wir? Wir verstecken ihn. Wen denn? Wo denn? Da drin. Na los, schnell. Nein. Na los, nein, schneller. Los jetzt. Bitte nicht. Nein. Warum seid ihr nicht in der Klasse? Weil es noch zu früh ist? Bravo, richtige Antwort. Aber jetzt ab in die Klasse. Ich will nicht, dass ihr eure Zeit mit sinnlosen Dingen vergeudet. Nein. John Ritz, Choreograf mit Klaustrophobie. Ja. Der große Ritz, was machen Sie hier? Ich helfe den Kids bei ihrer Choreografie. Ich wusste es. Ihr vergeudet eure Zeit immer noch mit dieser nutzlosen Band. Ich sehe mich gezwungen, das umgehend dem Direktor mitzuteilen. Und wenn wir versprechen, dass wir uns beim Lernen noch mehr anstrengen? Wir werden Ihnen zeigen, dass wir beides vereinen können. Musik und Lernen. Es ist sehr wichtig, dass wir auch unsere künstlerische Seite entwickeln. Okay. Ihr habt mich überzeugt. Und zu Ehren des Maestros dürft ihr auch in den Klassenräumen üben. Ach, wirklich? Aber ich werde euch gelegentlich abfragen. Und dafür müsst ihr dieses Buch hier auswendig können. Fashion Marketing? Wie langweilig. Egal, Hauptsache wir arbeiten mit dem großen Ritz. Ich verstehe nicht, wie die Position des Adlers dabei helfen soll. Die Adlerhaltung, das ist der richtige Name für diese Position. Fördert die Dehnbarkeit und Widerstandskraft. Aber nur bei absoluter Konzentration. Ich bin sowas von konzentriert. Ich kann sogar an ganz viele verschiedene Dinge denken. Schlecht. Das heißt, dass ihr nicht konzentriert seid. Auf den Boden, 100 Sit-Ups. Nur 100? 1000. Aber das schaffe ich nicht. Ich auch nicht. Und außerdem ist mir diese Choreografie völlig egal. Sehr schlecht. Fehlendes Interesse für die Leidenschaften seiner Freunde ist ganz übel. 2000 Sit-Ups. Ich will aber keine Bauchmuskeln. Und ich will nicht schwitzen. Schwitzen ist gut. Wer tanzt, schwitzt. Und wer schwitzt, macht schöne Choreografien. Aber Sie sind ja der Direktor. Ja, das bin ich. Aber früher war ich Ritz. Und dann habe ich mich in eine Tänzerin verliebt und alles aufgegeben. Aber dann hat sie mich verlassen. Und ich hatte nicht die Kraft, wieder anzufangen. So wurde aus mir Maffei. Herzzerreißend. Deshalb wollen Sie nichts über die Choreografie wissen, weil Sie als Direktor nicht einverstanden wären. Und was jetzt? Ich behalte euer kleines Geheimnis für mich und ihr behaltet meins für euch. Welches? Das Halbfinale. Aber erzählt es nicht Maffei. Aber wir sind nicht in der Band. Was bekommen wir dafür? Keine Sorge, ich habe schon eine Idee für euch. Und jetzt wird gejoggt. Es
Es ist wichtig, die Identität und die Werte einer Marke zu definieren, um sie auf dem Markt zu positionieren. Verstanden? Was machst du? Schläfst du? Nein! Ich bin aber so müde. Komm schon, Bianca, wir müssen lernen. Die Tucker fragt uns nachher ab. Gnade, dein Reds hat mich völlig fertig gemacht. Los jetzt! Wir müssen beweisen, dass wir zwei Sachen auf einmal können. Sonst was? Sagt die Tucker alles dem Direktor, der gleichzeitig Reds ist? Was ziehen wir beim Halbfinale an? Keine Ahnung. Können wir jetzt lernen? Nein, das Outfit ist wichtiger. 1, 2, 3, 4. Okay, hast du eine Idee? Gozi! Ganz genau, Gozi! Und, seid ihr am Lernen? Nein. Ach so, entschuldigt, dann komme ich später wieder. Yuki, bleib hier. Nausicaa will euch das Kleid zeigen, das sie für das Halbfinale ausgesucht hat. Was erlaubst du dir? Nausicaa, such dir ein anderes Kleid aus. Oh, keine Chance. Ich bin der Star des Abends. Gehen wir. Also, mein Kind, du musst lernen, die Arbeit der anderen besser wertzuschätzen und zu respektieren. Dolores, jetzt ist nicht der Moment dafür. Doch, jetzt ist der Moment dafür. Denn ich habe dieses Kleid mit so viel Liebe gebügelt. Mit so viel Liebe. Meine Finger haben fast geglüht. Es war umsonst. Ich zieh's nicht mehr an. Komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, Bianca. Nausicaa steht doch noch nicht mal auf der Bühne. Aber sie ist am selben Ort mit meinem Kleid. Weißt du, wie egal mir das ist? Ich habe eine Idee. Und warum macht mich das nicht glücklich? Psst, sie hat eine Idee. Ich hab's verstanden, Dolores. Setz dich und entspann dich. Na? Wenn du das sagst. Jämmerlich! Ihr seid unvorbereitet. Ich wusste es, dass ihr das nicht schafft. Wir schaffen das bestens, wirklich. Ich seh's. Wir haben so viel gelernt. Natürlich. Wahrscheinlich ist das Lernen schuld daran, dass ihr nicht mehr aufrecht stehen könnt. Ganz genau. Wen wollt ihr hier auf den Arm nehmen? Oh! Reds! Es ist alles seine Schuld. Ja. Der ist doch wahnsinnig! Zur nächsten Probe komme ich mit. Und vielleicht gehe ich dann auch zum Direktor. Wer hat mich gerufen? Die jungen Leute hier werden aufmüpfig. Also? Also wollen sie sie bestrafen. Da bin ich froh. Denn ich sehe das genauso. Das reimt sich sogar. Nein. Ich will nicht, dass die Schüler an etwas anderes als ans Lernen denken. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Das tue ich auch, aber es ist besser, wenn Sie mich zuerst auf dem Laufenden halten. Guten Tag. Guten Tag. Lügner, Verräter, an Klaustrophobie leidender Doppelagent. Na los doch, Leute! Wer rastet, der rostet. Wir sind spät dran. Beeilt euch. Wenn wir noch schneller gehen, kipp ich aus den Latschen. Leise. Überlass das mal mir. Das ist das Kleid des Abends. Das hat Terry Malona bei den Grammys getragen. Ah. Danke. Jetzt werde ich die Schönste beim Halbfinale sein. Und jetzt gehen wir zu Reds. Das Kleid ist hier sicher. Warte. Hast du das verstanden? Nein. Was? Du musst dieses Kleid stehlen. Das kann ich nicht. Man darf nicht stehlen. Das machen wir auch nicht. Wir stehlen es nicht, sondern erlauben uns nur einen Streich mit Bianca. Wir nehmen das Kleid und puff, lassen es verschwinden. Wie schön. Ein ja, Streich. Wie schön. Ja. Mach. Rein damit. Also mit mir wirst du noch zu einem besseren Menschen. Das sage ich nur zu deinem Besten. Sieben, acht. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei und stopp! Aber wir waren doch perfekt. Das sagst ausgerechnet du. Du hast doch gerade geblinzelt. Wie oft habe ich euch gesagt, dass ihr das nicht tun sollt? Während der Choreografie! Naja, ein paar Mal hat er das gesagt. Ruhe! Los, Kinder, versucht euch zu konzentrieren. Ich finde, Reds hat recht. Wirklich. Wieder auf Anfang!
Entschuldigung, bevor wir anfangen, eine Frage, wenn wir nicht blinzeln dürfen. Dürfen wir dann wenigstens atmen? So zu arbeiten ist doch unmöglich. Ich finde, ein bisschen Mühe haben Sie sich doch schon gegeben. Ja, strengt euch jetzt noch mehr an und hört zu. Disziplin! Wenn Sie das überleben. 7, 8, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nicht mit mir. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich verstehe nicht, warum ich mich so quälen lasse. Oh, ich weiß es auch nicht. Aber du verdienst es, gequält zu werden, ich nicht. Wollen wir mal hoffen, dass die Belohnung von Reds gut ist. Ich kann ihn nicht ausstehen. Jetzt macht er sogar noch einen auf wütenden Direktor. Ihr werdet sehen, wenn die Abfrage nicht läuft, dann wird er uns bestrafen wegen der schlechten Noten. Und ein schlechtes Zeugnis kommt gar nicht gut an. Also lernen wir. Alles gut. Mehr oder weniger. Mafei, du machst uns fertig. Fixiert einen Punkt am Horizont und stellt euch vor, dass ihr die besten Tänzer der Welt seid. Nein, ich sehe nicht. Da ist er. Er ist wunderschön. Vielen Dank für diese Konzentrationsübung. Danke für alles, was Sie für uns getan haben. Tausend Dank. Dann fangen wir jetzt mit der richtigen Choreografie an. Ich helfe Ihnen gern zusammen mit Yuki. Wo wollt ihr hin? Was haben Sie hier zu suchen, Rats? Das hier ist meine Stunde. Sie dürfen nicht glauben, dass Sie einfach herkommen und alles vereinnahmen können. Und nehmen Sie wenigstens in der Klasse diese Mütze und den Schal ab. Sie haben recht, das ist Ihre Stunde. Geschafft. Den sind wir los. Ach, ich habe meine Meinung geändert. Ich überlasse Ihnen meine Stunde. Aber ich bleibe hier. Sie wissen ja... Sie wissen ja nicht, wie viel Gutes Sie den Schülern damit tun. Wohl eher, wie viel Schlechtes Sie uns antut. Für diese Choreografie brauchen wir wahre Tänzer. Etwas, das ihr nicht seid. Aber man muss ja nicht unbedingt... Oh, ihr Armen. Seid ihr müde? Ja. Wollt ihr euch vielleicht ausruhen? Ja! Vergesst es. Wir sind fast soweit. Wir müssen üben, üben, üben und nochmal üben. Los! Auf geht's! Los! Mist! Mein Knöchel! Maggie, steh auf. Das ist nur eine Ausrede, um nicht zu üben. Jetzt sage ich Ihnen mal was. Sie sind gefeuert! Ich höre. Was willst du mir sagen? Dass es eigentlich gar nicht so wehtut. Na los. Danke. 5, 6, 7. Es reicht! Das Mädchen hat sich wehgetan! Professorin Tucker, bei allem Respekt. Vom Tanzen haben Sie keine Ahnung. Sie glauben, ein großartiger Choreograf zu sein. Aber wieso hat man dann fast 20 Jahre nichts von Ihnen gehört? Aus meinen Augen, sag ich, bevor Ihr Stock noch auf Ihrem Kopf landet. Raus jetzt! Freiheit. Und jetzt konzentrieren wir uns aufs Halbfinale. Die Professorin war großartig. Die Tucker darf man nie schlecht behandeln, sonst bereust du es. Armer Rats. Bitte? Er war wie ein Diktator. Ja, aber er ist immer noch Mafei. Dann hoffen wir, dass er es bleibt. Und was machen wir jetzt? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und keine Choreografie. Ich muss meine Nerven beruhigen. Schon wieder? Ich fasse es nicht. Sie wollen uns hier abfragen? Nach all dem, was wir durchgemacht haben? So grausam bin ich nicht. Ich frage euch später ab und da werde ich sehr grausam sein. Aber jetzt will ich euch helfen. Sie? Das ist sehr nett von Ihnen, aber wir brauchen einen Choreografen. Als ich noch jung war, habe ich 10 Jahre lang Modern Dance studiert. Das sollte doch eigentlich ausreichen. Gausi! Fangen wir an. Ich habe da eine Idee, die alle umwerfen wird. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe den Organisator angerufen und gefragt, ob das Halbfinale vielleicht auch hier stattfinden kann.
Er ist einverstanden! Na schön, dann werde ich so tun, als hätte ich nichts gehört und werde dem Direktor nichts sagen. Ich freue mich so. Aber nur dieses eine Mal. Ja. Menschen können einen immer überraschen. Immer. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Sie sind phänomenal. Das haben wir doch immer schon gewusst. Sie sind ja auch eine Profitänzerin. Ihr werdet alle mit meinen Schritten verzaubern. Bereit? Mhm. Ja. Also schön, Musik los. Kommt zur Fahrt. Lassen wir die Juroren vor Neid erblassen. Und los! 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war sehr gut. Oh, ja. Das waren Black Notes. Sehr gut, super, großartig. Ganz großes Kino. Und nach dem hervorragenden Auftritt von Black Note ist nun der Augenblick gekommen für... Aber ich will sie gar nicht ankündigen. Diese Ehre überlasse ich ihrer Ansagerin. Und hier ist sie, die bezaubernde Nausicaa. Hallo zusammen. Entschuldigt. Was ist los? Da stimmt was nicht. Ein bisschen Juckpulver, der übelste Scherz, den es gibt. Jetzt spielen für euch die Moodboards. Wer wird gewinnen, wer weiß das schon. Ich muss jetzt weg. Ciao. Viel habe ich nicht verstanden, aber ich glaube, es ist jetzt Zeit für die Moodboards. Your guitar sing, hit the snare and the crash, give me some good vibes. What I need is a bass to make my heart beat. All I need is right here, let's play our music. Under the spotlight, that's where I wanna be. Everybody get up, come on, move your feet. We're on top of the world, higher and higher. And we're ready to get, just make some noise now. Ein Riesenapplaus für die Moodboards. Hören wir mal, was die Jury sagt. Leute, die Choreografie war umwerfend. Dank dir! Dank dir! Dank dir!
Ich bitte jetzt Black Note wieder auf die Bühne. Und jetzt erfahren wir von der Jury, wer ins Finale einzieht. Weiter im Finale sind... Applaus für die Moodboards! Na? Wie ist die Sache gelaufen, die gut laufen sollte, die ich aber nicht so gut zum Laufen gebracht habe, wie ich sollte? Nein, nein, sag mir lieber nichts. Ich will überhaupt nichts wissen. Nichts, 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 nichts. Kinder, Abfrage rein mit euch. Sofort! Die Professorin war bombig. Hm? Was? Sie wird explodieren? Ah! 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 Wisst ihr was? Wen interessiert schon eine schlechte Note? Wir sind im Finale! Ja! Schade nur, dass wir das verlieren werden. Es wird nicht einfach gegen die Enemies. Oder Gozy! Nein, Super Gozy! Das Finale ist genau ein Tag vor dem Finale der Modenschau! Nein, ich schaffe das nicht! Ich schaffe das einfach nicht! Nein, nein! Was macht ihr denn da? Kommt endlich rein! Wie schaffen wir bloß beides gleichzeitig?